Ich lebe noch. So ist besser. Das ist die Frage, ob wir den Raum nur so lang machen, wie es jetzt da... Ah, okay, ich wollte gerade sagen, weil das sah jetzt schon schön passend dafür aus, aber... Okay, mittlerweile nimmt dieses Gebäude ein bisschen Form an. Wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen weiter in den Berg reinschlagen. Und ich denke mal, so ähnlich aufbauen wie jetzt die Versammlungshalle, nur dass es keine Versammlungshalle ist, sondern unter anderem das Treppenhaus. Da wird man dann mit einer Art Innenbalkon auch noch über das Versammlungsgebäude kommen. Da ist, kommt nämlich noch ein Stockwerk drauf. Ja, da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Jetzt sehe ich gerade, da ist ein Loch drin. Ja, was heißt Loch? Das gehört nicht zum Gebäude. Ja, passt ja eigentlich. Egal. Und, ja, wie wir da am besten rumkommen. Vielleicht durch so einen Innenbalkon, der in den Hof schaut. So, jetzt ist es wieder ein bisschen langweiliger aufgrund der Hackarbeiten. Ich denke mal, wenn wir das hier alles fertig haben, geht es wieder ein bisschen zügiger voran. Kohle. Ja, ein weiterer Tag ist angebrochen. Von außen hat sich jetzt nicht mehr so viel getan an der Stelle, denn wir basteln hier mittlerweile an dem zweiten Anbau des Gebäudes. Wird ungefähr genauso lang, daher werde ich jetzt hier wieder anfangen, ein bisschen Backup zu tragen. Das alles hier für den, ja, für den Saal da vorbereiten. Möglich ist alles. Schlau, aber ganz schön hier mal mit der Schaufel darauf reinzuhauen. Die hat auch schon einen roten Balken. Ja, und seit dieser Version kann man auch die Größe des Interfaces anpassen. Hier, wenn man über Option hier die GUI Scale kann man vergrößern oder verkleinern. Ich habe es jetzt auf groß gemacht, weil klein ist mir im Vollbild schon zu klein. Advanced OpenGL habe ich jetzt auf off gelassen, da habe ich keinen großen Unterschied gesehen. Dann gibt es noch Achievements und Statistiken. Jo. Ich glaube, der muss gefällt werden. Müssen wir mal gucken. Alles klar. Ich zähle mal gerade die Länge des Hauses, aber am besten von außen.
Denn der Wasserfall, den kann ich ja nicht mitzählen da. Den sehe ich ja nicht, wie weit das noch reingeht. Also 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Und hier haben wir jetzt schon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. So, mal kurz darauf hinweisen, hier nichts mehr abbauen. Na toll, muss ja gleich wieder das drankleben. Obwohl, das ist ja Cobblestone. Das heißt, das muss wirklich weg. Ja, und dann werden wir zum Schluss dann halt da noch den Berg etwas anpassen, dass das hier nicht so rüberhängt. Und ich werde jetzt Fenster verteilen. Hurra! Kurz nach da glotzen. Nach 2. Lass mich noch drauf. So. Der Raum erscheint dann wohl ein bisschen größer als der andere, weil ja der Wasserfall nicht drin ist. Ist vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht, weil wir ja irgendwo noch die Treppe in die oberen Stockwerke basteln müssen. Ja. Jetzt habe ich noch 22, dann werde ich mal hier. Wie hoch müssen die eigentlich sein? 5. 2, 3, 4, 5. Ich denke mal, hier, wo die Fenster aufhören, haben wir gut Platz für die Treppe. Die wird dann wahrscheinlich auch sogar 2er breit sein. Jetzt mal hier nicht so ganz hoch. Dann falle ich nicht so tief. Ha! Werde ich einmal so einen Sprung von einem Fenster überleben? Oh, hier schwebt auch ein Baum. Dann werde ich jetzt ein bisschen weitere Fenster bauen und ein paar Trittplatten für die Türen, die schon vorhanden sind. Also, das kommt hier rein. Das baut nämlich mal mit. Ach so, das lässt sich jetzt nicht austauschen. Das eine ist Holzkohle und das andere normale Steinkohle. Ja, dann gehe ich mal in die ich brauche noch. Uns geht Holz zu Ende, sehe ich gerade. Wir haben hier noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wird ganz knapp reichen vielleicht. Na gut, aus 64 Wood kommt ja ein bisschen mehr raus als nur 64 Wooden Planks. Kommt ja das Vierfache raus. Dann habe ich ja wieder ein bisschen. Gut. Denn jetzt werde ich Trittplatten bauen. Und zwar tue ich da mal 6 von. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wofür ich die jetzt alle gebaut habe. Natürlich einmal hier für den Haupteingang. Huch, zu weit gedreht. Da. Alles klar, funktioniert.
einmal hier. Ich denke mal, hier können wir auf beiden Seiten. Und dann nochmal hier zwei. Die letzte wird sich zeigen. Ah, guck an. Hier kommt eine Treppe hoch. Boah, schick. Ich falle schon wieder hier gleich runter. Ja, die letzte tue ich mal hier vorne in die Truhe rein. Die wird wahrscheinlich auch irgendwann nochmal umziehen. Holz, den packe ich auch da rein. Boah, ist das viel Erde. Und es wird noch mehr. Alles klar, so. Dann werde ich jetzt mal, bevor ich nach den Scheiben sehe, hier die Zwischenpfeiler bauen. Da hat Rüdigoran schon teilweise was gebastelt. Ach, toll. Also wenn es ein Rekord geht in Plätze verfehlen, wo man einen Block bauen sollte, dann kriege ich wohl mindestens den zweiten Platz hier. Gut, mehr macht noch nicht Sinn, weil ich erst die Gläser brauche. Dann kommen wir nochmal auf den 20. Da kann ich dann wieder zwei oder drei Reihen bauen. So, eins. Ah, guck an, wieder ein verfehlt. Macht schon wieder ein Rekord. Zweite Reihe, dritte Reihe. Und hier kommen dann die Cobblestones hin. Und die Nacht bricht wieder herein. Ach Mist. Hab da schon fünf. Ne, es sind vier. Egal. Ja, und am nächsten Tag werden wir dann das fertig gebrannte Glas wieder verwenden, um die Fensterscheiben fertig zu machen. Und die Steinsäulen, denke ich mal, werden dann auch fertig werden.